Sorald. Sorald, mein Sohn. Ja, Vater? Vergib mir alles, was ich nicht für dich tun konnte. Du hast... Du hast was Besseres verdient. Unser Geschlecht war für etwas Besseres geboren. Wir haben Anspruch auf den Thron Myrdanas. Doch ich war nicht stark genug, diesem Anspruch zu folgen. Bitte, Sorald, versprech mir, dass du eines Tages über Myrdana herrschen wirst. Bring des Vaters Werk zu Ende. Nein. Vater, Vater, bleib wach. Vater, nein! Vater, Vater! Vater, mach die Augen auf! Ich verspreche es dir, Vater. Ich werde über ganz Myrdana herrschen. Das Land soll mit Blut bedeckt sein. Die Leute werden mich achten und respektieren. Verspreche es dir, du wirst stolz auf mich sein, Vater. Vater! Thank you.
Oh, guter Herr, ich danke euch. Vielen Dank. Ich werde eine Kerze, ein Feuer werde ich anzünden an Innos Altar. Darf ich fragen, wie ist euer Name? Euer geehrter Name? Arnwald. Arnwald? Und wie ist dein Name? Ich bin Benny, Händler. Ich bin auf dem Weg nach Korinnes. Was macht ihr eigentlich hier? Ihr seid doch nicht einer dieser Halsabschneider, oder? Was? Nein, ich bin Söldner, ein Karawanwächter. Eigentlich bin ich auch unterwegs nach Korinnes. Das trifft sich aber sehr gut. Ich hoffe, ihr seid auf der Suche nach einem Auftrag. Ich hätte da einen Vorschlag. Nein, danke. Ich bin nicht interessiert. Ich habe gerade einen Auftrag erledigt und bin unterwegs nach Hause. So wartet doch. Ich werde euch gut bezahlen. Verlangt, was ihr wollt. 500. Was? Das ist doch mein ganzes Vermögen. So viel kann ich doch niemals bezahlen. Na, siehst du. Und weniger will ich gar nicht haben. Also gut, 200. 5. 300. 500. 450. 500. Und kein heller weniger. Also gut, 500. Und vielleicht noch etwas obendrauf, wenn ich zufrieden bin. Einverstanden? Nein. Nein? Wieso nein? Du hast doch zugesagt und ich habe auch zugesagt und... Wo ist das verdammte Problem? Ich nehme keine Aufträge während der Reise an. Ist ein guter Ratschlag eines alten Söldners. Was? Was für ein Söldner? Ich meine, ich will dich anheuern. Und was ist das für ein Söldner? Hör zu. Ich will dich anheuern und ich bin auch bereit zu zahlen. Was willst du denn überhaupt? Was transportierst du und warum wirst du verfolgt? Wenn du es mir sagst, dann bin ich auch bereit, einen Auftrag zu übernehmen. Was soll ich denn transportieren? Bisschen Gold, bisschen Schmuck und bisschen metallischen Wein. Dafür sind die Leute hier im Wald mir bereit, die Kehle durchzuschneiden. Du lügst. Du warst doch nicht alleine unterwegs. Wo sind die anderen? Ich hab Söldner angehört, aber diese Säufer, dieses Pack, die hat mich alleine gelassen. Ich will gar nicht wissen, was die jetzt gerade machen. Und dieser Räuber lässt mich einfach nicht in Ruhe. Das war kein Räuber. Willst du mich verarschen? Glaubst du, ich weiß nicht, wie die Räuber aussehen? Und wie die kämpfen? Ich weiß nicht, wer dieser Typ war, aber bestimmt kein Räuber. Also bist du auch kein gewöhnlicher Händler und trägst nur einfaches Schmuck bei sich. Schon gut, schon gut. Sag mir die Wahrheit, wenn ich mein Leben für dich riskieren soll. Na gut, ich sage dir, was ich mit mir trage, aber dann wirst du mich auch nicht weiter belästigen mit deinen Fragen. Denn ich bezahle dich nicht, dass du mich mit Fragen belästigst. Ich habe dein Artefakt. Ein sehr altes Artefakt. Und mein Auftraggeber möchte dieses Artefakt unbedingt haben. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass es irgendwie von Wert ist. Um ehrlich zu sein, das ist mir neu. Und dieser Kerl will es anscheinend auch haben. Wenn du mich jetzt hier allein lässt, dann wird dieser Kerl kommen und dann wird er mich umbringen. Und dann wird er dieses Artefakt nehmen und... Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Und um ehrlich zu sein, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Und ich habe... Es wird kein gutes Ende geben. Also gut, ich bring dich nach Korinnes. Thank you.
Wir sollten hier übernachten. Nachts soll hier irgendwo auf der anderen Flussseite ein Schattenläufer durch die Gegend streifen. Also gut, wir bleiben hier. Mach uns ein Feuer. Ich? Wieso ich? Ich hab dich dafür bezahlt. Nee, mein Freund. Du bezahlst mich nur dafür, dass ich dir Geleitschutz leiste. So haben wir es nicht vereinbart. Also gut, pass auf. Du machst das Feuer, suchst was zu essen und ich kümmere mich um die Getränke. Arnold, wo willst du hin? Ich gehe jagen. Arnwald? Arnwald, bist du das? Arnwald? Arnwald, bist du das? Komm raus! Ich hab dein Schwert! Anwalt? Anwalt? Anwalt, da komm doch raus! Ja, dann komm doch raus! Anwalt! Reiß dich zusammen, Mann. Anwalt, was hast du da? Scavengerfleisch. Oh. So, bitteschön. Danke.
Das schmeckt aber richtig gut. Myrtanischer Branntwein. Ist echt schon sehr lange her, dass ich seinen Wein gekostet habe. Da entgeht dir was. Sag mal, ich weiß, ich habe dir versprochen, dich nicht mehr auszufragen. Aber erzähl mal, wo kommst du her? Ich kenne so einige Händler aus der Stadt. Aber dich nicht. Bist du nicht aus der Gegend? Ein Kopf vor Festland. Da habe ich auch mein Geschäft. Er will nur hier wegen diesem Artefaktes. Aber das ist alles relativ langweilig. Erzähl mir doch lieber etwas von dir. Wie kommt man eigentlich dazu, ein Karawanenwächter zu werden? Ich meine, das ist eine spannende Geschichte, oder? Spannende Geschichte, sagst du? Nicht? Stück Fleisch? Kevinger? Ja, das beste Fleisch in Nurtana. Es ist keine spannende Geschichte, eher eine traurige Geschichte. Anwalt? Ja? Du wolltest mir eine Geschichte erzählen. Ja. Ich war Soldat. Dann haben wir eine Schlacht verloren. Und es gab keine Verwendung mehr für mich. Denn noch mehr. Man erklärte mich zum Deserteur. Jetzt bin ich auf diese Insel hingezogen und verdiene mein Geld mit dem Schwert. Und ich muss sagen, die Geschäfte laufen gut. Schmeckt sogar. Ich habe noch nie Scavenger gegessen, besonders nicht vom Stein. Du kommst aus der Stadt? Ja.
Also wenn das eine lange Geschichte sein soll, dann frage ich mich, wie die kurze Geschichte aussehen soll. Die kurze lautet so: Ich war Soldat, jetzt bin ich Söldner. Das ist wirklich kurz. Wo kommst du eigentlich her aus Myrtana? Sildern. Aus Sildern? Ja, sag ich doch. Ich hörte, die schönsten Frauen Myrtanas leben in Sildern. Oh ja, da haben wir eindeutig die schönsten Frauen, das sag ich dir. Diese Kleine da. Wenn du die sehen würdest. Ja, ich weiß, das sagt dir jetzt nichts, aber für die lohnt sich der ganze Scheiß. Du steckst voller Überraschungen, Benny. Nicht wahr? Das Leben, das ist die Überraschung. Das stimmt. Und? Wartet einer auf dich? Ein geliebtes Eheweib? Habe ich einen wunden Punkt erwischt? Es ist recht spät. Aha. Wir sollen jetzt schlafen gehen. Alles klar. Ich schlage vor, du übernimmst die erste Schicht, ich schlafe, dann wächst du mich und dann übernehme ich die zweite Schicht. Abgemacht? Gut. Hast du eine Decke oder so? Ich leg mich näher ans Feuer.
Hey, Benny. Was ist denn los? Du wolltest doch die zweite Wache übernehmen. Ja, klar. Sag mir, wo es ist, du räudiger Dieb! Ich geb dir alles, was du willst! Wo ist es? Sag es mir und du sollst leben! Räudiger Dieb, wo hast du es versteckt? Bitte lass mich los! Ich weiß doch nicht, wovon du redest! Ja. Mal abwarten, das wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Hey Boss! Was denn? Die Assassinen sind da. Sehr gut. Ich habe sie schon erwartet. Wo sind sie? Dort drüben. Sehr schön. Dann nehmen wir uns ihre Sache an.
nächste Woche fährt die Karawane nach Bragas zurück. Wir müssen von Boris unser Geld zurückbekommen. Glaubst du, der wird zahlen? Wir müssen erstmal ihn hier herholen. Wir müssen mit ihm reden. Und wenn Reden nichts bringt? Wenn Reden nichts bringt, ihr seid hier. Wir sind drei, er ist einer. Was will er groß machen? Gar nichts. Wenn er nicht zahlt, wird er den Zorn der Assassinen kennenlernen. Na sieh mal einen an, wenn man von Teufel spricht. Boris, mein Freund. Mal gucken, ob er Geld dabei hat. Vesemir, ihr seid schon wieder da und quatscht nicht schon wieder dazwischen. Ja klar. Boris, seid gegrüßt. Ihr seid hier, um mir zu geben, was mir gehört. Mein Geld. Ich habe euch doch schon gesagt, dass ich euer Geld nicht habe. Was wollt ihr schon wieder hier? Boris, ich brauche das Geld. Nächste Woche zieht die Karawane weiter. Wir wollen zurück nach Braga. Wir brauchen unser Geld. Vorräte, Waffen, du weißt es. Vesemir, ihr wisst genau, ich habe das Geld im Moment noch nicht. Wenn ich warten muss, müsst auch ihr warten. Mein Auftraggeber wird kommen, dann könnt ihr euer Geld haben. Wann? Ihr müsst warten. Wir können nicht lange warten. Beeile dich. Ich tue mein Bestes. Ihr wisst ja, Ehre. Ah, Graf Sorald, ihr kommt spät. Schön, dass ihr da seid. Wir haben euch gestern Abend schon erwartet. Ja, ich hatte einige Schwierigkeiten und Verzögerungen, aber schön, dass ihr noch auf mich gewartet habt. Graf, dass euch das extra kosten wird, ist euch ja wohl klar, oder? Boros, sag deiner dreckigen Bande, dass wir sofort aufbrechen müssen. Ich will sofort nach Korinnes, ich hab's eilig. Gestern wär's noch gegangen, aber heute... Heute haben die Bauern einen Aufstand und Fürst Adrian hat ein paar Truppen entsandt, um den Aufstand zu beruhigen. Wenn wir jetzt hinunter ins Tal gehen würden, würden uns die Stadtwachen zu Hackfleisch verarbeiten. Oder wir laufen den Bauern in die Arme, was beides nicht besonders gut für uns wäre. Was? Wie lange müssen wir denn noch hier bleiben? Esteban, einer meiner Besten, ist mit einigen Männern runter ins Tal und versucht uns einen Freibrief zu besorgen. Wenn er hier ist, können wir sofort aufbrechen. Boah, hier zu bleiben ist für mich zu gefährlich. Ich werde verfolgt. Wenn ihr das Risiko eingehen wollt, von mir aus. Aber... Ach ja? Und wie viele Männer verfolgen euch? Ein oder zwei. Das spielt doch keine Rolle. Das sind solche Tiere. Da, Tiere? Das sind meine Männer auch. Das versetzt euch in Unruhe. Wir werden es mit euren Verfolgern aufnehmen. Nur gegen die Stadtwache ziehen. Das werden wir nicht. Graf, entspannt euch. Esst und trinkt etwas. Um alles andere kümmere ich mich. Ach übrigens, Graf. Da war doch noch so eine Sache. Ihr erinnert euch sicher. Ihr schuldet uns noch Geld. Ich hoffe doch, ihr habt's dabei. Ja, zumindest ein Teil. Aber ihr kriegt das Geld erstmal sicher in Korinnes angekommen. So war die Abmachung. Das geht nicht. Ich brauche das Geld sofort. Ich habe noch einige Geschäfte zu erledigen. Boris? Du hast gehört, was ich gesagt habe. Dann kriege ich das Geld erst, wenn ich sicher in Korinnes angekommen bin. Wenn ich hier warten muss, dann müssen deine Geschäfte auch warten. Thank you.
Was willst du, Reisender? Ich suche einen Händler. Der soll ungefähr vor einer Stunde hier vorbeigegangen sein. Seid ihr die Grenzwache? Blöde Frage. Wonach sieht's denn aus? Nein, wir haben hier keinen Händler gesehen. Aber der kann unmöglich woanders hingegangen sein. Ich bin seiner Spur gefolgt. Sein Name ist Benny. Moment! Was meinst du, sollen wir mitmachen? Lassen mich töten. Wir sollten Boris Bescheid sagen. Ach, den schaffe ich auch alleine. Warte. Was hast du mit dem zu schaffen? Ich gehöre zu dem. Ich bin seine Leibwache. Warte, ich sag dem Boss Bescheid. Das ist nicht akzeptabel. Wieso nicht? Das war die Ich brauche Erfahrung. Das Geld sofort. Ich brauche das Geld heute. Nein. Ihr seid hier. Nein. Wir bringen euch nach Corinnes. Nein. Ich brauche mein Geld. Boss, der ist einer am Tor. Er sagt, er will einen Händler sehen. Wen? Ja, er sagt, er will einen Händler sehen. Sein Name sei Benny. Er sei sein Leibwächter oder sowas. Graf, erwartet ihr Besuch? Von einer Leibwache hattet ihr mir überhaupt nichts erzählt. Nun, das ist eine Unannehmlichkeit. Ich weiß nicht ganz recht, wie ich das sagen soll. Das Problem ist, ich bin auf dem Weg hierher überfallen worden. Ich habe meine Gefährten verloren. Unglücklicherweise. Ich musste notgezwungenerweise einen Söldner anheuern. Und dieser Söldner, er bekommt von mir 500 Goldkronen. Das Problem daran ist, dass ich nur einmal 500 Kronen habe. Ich denke, das ist euer Problem, Graf. Vielleicht solltet ihr mal vors Zelt gehen und das mit ihm klären. Nun, um genau zu sein, ist es nicht nur mein Problem, sondern auch euers. Denn wenn ich da jetzt rausgehe, dann werde ich ihm definitiv die 500 Goldkronen zahlen. Versteht ihr? Und ihr bleibt ohne Lohn. Das wäre doch nicht so schön. Ihr seid wirklich ein miserabler Geschäftsmann, Graf. Nun, wenn ihr im Geschäft bleiben wollt, mein Freund, dann möchte ich euch bitten, kümmert euch doch um diesen Typen. Ich habe ihn schon bezahlt, zumindest einen gewissen Anteil. Ihr dürft es behalten. Ich schenke euch dann den Anteil. 500 Goldkronen? Habt ihr ihm versprochen? Ein Mann alleine soll 500 Goldkronen wert sein? Nun, er ist ein Tier. Dann werde ich ihn mir wohl mal angucken, euren Leibwächter. Okay, viel Spaß. Seid gegrüßt, Wanderer! Mein Name ist Boris und ich bin der Herr dieses Außenpostens. Das hier sind meine Männer, die Grenzwachen. Ich habe gehört, ihr habt ein Anliegen. Ihr sucht jemanden. Einen Händler namens Benny. Kann das sein? Ja, so ist das. Ich gehöre zu ihm. Kann ich ihn sprechen? Nein, aber Benny bestellt dir schöne Grüße und sagt, dass du nun entlassen bist. Geh nun deiner Wege. Ich glaube dir nicht. Ich will ihn persönlich sprechen. Bist du Taubhörner? Verpiss dich! Ich will sicher sein, dass ihm kein Leid widerfahren ist. Ist rein geschäftlich. Okay, kein Problem. Werter Graf, zeigt euch doch mal.
Wie du siehst, ist er wohl auf. Nun kannst du weiter deine Wege ziehen. Ja, du willst ihn doch so nicht gehen lassen. So war das nicht verabredet. Wartet's nur ab. Wie ich ihn einschätze, geht er nicht so einfach. Seht zu, wie ehrliche Männer ihr Geld verdienen. Moment mal! Der Händler schuldet mir Geld. Ach, ist das so? Nun, da gibt es ein Problem. Das Geld ist bereits mir und meinen Männern versprochen. Also, ich denke, ihr werdet darum kämpfen müssen. Ich will niemandem wehtun. Ich will nur meinen Lohn. Und dann gehe ich wieder. Du willst uns doch nicht etwa drohen, oder? Benny, du Hund! Du hast mir doch dein Wort gegeben! Was soll dieses Theater? Tut mir leid, Anwalt. Du hättest auf deinen alten Söldner hören sollen. Ich kann nichts mehr für dich tun. Benny, du dreckiger Mist! Ihr hättet euch wohl besser nicht mit uns angelegt, Wanderer. Schafft ihn weg! Aber bringt ihn nicht um! Das lockt nur unnötig die Tiere an! Was machen wir mit dem Boss? Eigentlich hatte ich vorgehabt, ihn im Wald liegen zu lassen, aber mir kommt da gerade ein besserer Gedanke. Wir haben doch noch Schulden bei den Assassinen. Die können immer starke Männer gebrauchen. Ich denke, wir verkaufen ihn an die Assassinen. Sehr gute Idee, Boss. Siehst du, Wesemir? Ich halte mein Wort. Bin wieder zurück. Boris, hast du mein Geld? Ich bin im Eile. Tja, Geld haben wir leider immer noch keins. Aber ein anderes Angebot hätte ich für euch. Ich habe euch etwas mitgebracht. Gut, zeigt mir euer Angebot. Komm her. Hier, seht ihn euch an. Ein tapferer Krieger. Ich habe selbst schon gegen ihn gekämpft. Und so verwundet ist er gar nicht. Ich denke, er wird die 500 Kronen wert sein, die ich euch noch schulde. Der Herr Jamar, der ist ein halbes Vermögen wert. Also, wie sieht's aus? Kommen wir ins Geschäft? Wir können ins Geschäft kommen. Hier sind meine Schulden beglichen. Wesemir, nun sieh mal, was ich da habe. Was hast du da? Oh, ein schwarzer Weiser. Fang an. Ah!
Geh mal nach dem Gefangenen schauen. Na, du Süßer? Alles in Ordnung bei dir? Aber klar. Warum hast du mir nicht geholfen? Habe ich das etwa nicht? Na gut. Warum hast du mir geholfen? Und wer zum Teufel bist du? Mein Name ist Kai. Ich bin ein Tempelwächter Adamas. Wie ein Tempelwächter siehst du aber nicht aus. Eher wie einer von den dreckigen Assassinen. Glaube mir, ich sage dir die Wahrheit. Der Mann, den du beschützt hast, ist ein Grabschänder. Er hat Priester getötet und ein magisches Artefakt gestohlen. Aber es ist eine lange Geschichte. Die will ich dir woanders erzählen. Folge mir, ich kenne einen sicheren Ort. Dann können wir uns in Ruhe unterhalten. Ich habe noch ein paar Fälle. Und etwas zu trinken.
In dieser Höhle verstecken sich Jäger. Ich habe sie aber schon lange Zeit nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich sind sie schon tot. Ich kenne diese Höhle schon lange. Ein ziemlich sicherer Ort. Du wolltest mir doch deine Geschichte erzählen. Ja. Dieser Mann, der sich für einen Händler ausgegeben hat, ist in Wirklichkeit ein Grabschänder und Reliquiendieb. Er hat den Tempel Adanos entweiht und alle Priester getötet. Er hat auch ein magisches Artefakt gestohlen. Ein Armreich des Wassers. Als ich mit meinen Brüdern versuchte, sie aufzuhalten, entkam er mit wenigen Leuten. Die anderen kämpften bis zum letzten Mann. Doch diese Miskia schaffte es zu fliehen. Als mein Meister im Sterben lag, habe ich ihm geschworen, den Tod meiner Brüder zu rächen und dieses Artefakt zurückzubringen. Was hat es mit diesem Artefakt auf sich? Warum wollten die es unbedingt haben? Dieses Artefakt, den Armreif des Wassers, nennt man auch den Gezeitenbändiger. Wie sagst du, nennt man den Gezeitenbändiger? Eine sehr mächtige Waffe, wenn sie in die falschen Hände gerät. Adanus selbst hat diesen Armreif erschaffen, so heißt es. Damit hat er das Festland gemacht und es durch ein großes Meer von dem Land Belias getrennt. Seitdem herrschen große Stürme auf dem Meer, die das Land von dem Land der Drachen trennen. Wir bewahrten es auf bis zum Tag der Versöhnung. Einem Tag, wo Kreaturen Innos und Belias in Frieden leben werden. Aber es gibt eine Prophezeiung, die besagt, dass dieser Tag niemals kommen wird. Dass das Land, in Blut gebadet, sich einem dunklen Fürsten unterwirft. Alte Legenden und Prophezeiungen interessieren mich nicht. Du vergeudest deine Zeit, Tempelwächter. Warte, das ist noch nicht alles. Dieser Mann weiß ganz genau, wozu dieses Armreif in der Lage ist. Und er will es benutzen. Und weißt du, was dann passieren wird? Nein, und will ich auch nicht wissen. Dann wird sich das große Meer heben und die Kontinente werden sich vereinen. Und das Land wird überschwemmt von einer Horde der Orks. Warum soll ein Mann so etwas wollen? Weil er sich für den dunklen Fürsten aus der Prophezeiung hält. Bitte, Söldner, du musst mir helfen. Du bist meine einzige Chance. Du bist so naiv, Kai. Wieso bist du dir so sicher, dass ich dir nicht in den Rücken falle? Denn immerhin arbeite ich für Benny. Schließlich hat er mich bezahlt. Nein, das wirst du nicht tun. Wieso denn nicht? Ich habe gesehen, wer dich behandelt hat, nachdem du ihm das Leben gerettet hast. Ich weiß nicht warum. Aber etwas sagt mir, dass du ein anständiger Mensch bist. Du kämpfst nicht für Geld, so wie die anderen. Auch wenn er dich für Geld anheuern lässt. Du bist anders. Du versuchst das Schicksal herauszufordern, indem du dich davor versteckst. Aber glaube mir, es ist alles nicht so, wie du denkst. Du glaubst, dass Methana dich nicht mehr braucht? Du gibst immer noch die Schuld für das, was vor 4 Jahren geschehen ist, nicht wahr? Aber es ist nicht deine Schuld. Woher weißt du, was vor 4 Jahren geschah? Ich kenne dich nicht, Arnold. Doch einiges habe ich über dich erfahren. Doch eins sage ich dir, das Schicksal hat dir eine Chance gegeben. Du hast nicht für das Land oder irgendwelche Titel. Du hast für dein Gewissen. Hilf mir, diesen Mann aufzuhalten. Ich frage dich nochmal. Woher weißt du, was vor 4 Jahren geschehen ist? Mein Meister sprach von dir. Er hatte eine Vision. Er sagte, dass ich dir begegnen werde. Er sagte auch, dass du als Einzige vor 4 Jahren die Schlacht von Morasud überstehen wirst. Er nannte mir sogar deinen Namen. Er sagte mir auch, dass du eines Tages von meinem Feind zu meinem Freund wirst.
Ich glaube ihm. Also gut. Ich werde dir helfen. Aber nur dieses eine Mal. Ich hol mir mein Geld zurück und töte diesen Mistkerl Boros. Der Händler und das Artefakt interessieren mich nicht. Bei Morgengrauen schlagen wir zu. Der Benny ist ein gerissener Hund. Sobald ein Gefecht anfängt, wird er fliehen. Ich kümmere mich um Boros und seine Leute. Bist du sicher, dass du keine Hilfe brauchst? Mit deiner Verletzung wirst du keine große Hilfe für mich. Kümmere dich lieber um Benny. Und um Boros kümmere ich mich. Nimm doch wenigstens eins von meinen Schwertern. Nein. Ich hol mir mein Schwert zurück. Und zwar damit. Thank you.
Ich weiß, komm. Schlimmster Albtraum. Tötet den Mistkerl! Er hat unser ganzes Lager ausgeräumt! Bringt ihn um! Ich mach dich platt! In Ordnung bei dir? Ja, ja, ich schaff's schon. Wo ist Benny? Was hast du jetzt vor, Arnold? Ich werde zurück nach Korinnes gehen. Der Händler kann nicht weit gekommen sein. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Nein, Kai. Versteh mich nicht falsch, aber das ist nicht mein Krieg. Ja, du hast recht. Aber trotzdem. Ich danke dir für deine Hilfe. Es ist nicht leicht, in unserer Welt einen Freund zu finden. Ich muss jetzt fort. Zeit spielt gegen mich. Die Welt ist klein, Arnold.
Vielleicht sehen wir uns wieder. Lebe wohl. Thank you.
Thank you.